wie wäre das, wenn Brawler Brawl Stars spielen würde? Das wäre sehr ärgerlich, ja? Lol. Ja. Gebe gerne Creator-Code Lukas im Shop ein. Im September verlose ich jeden Tag 25 Euro iTunes oder Google Play an einen Gewinner. Nehmt einfach den Kauf mit Juwelen auf, packt das auf Instagram in die Story und markiert mich. Dort wird auch immer der Gewinner bekannt gegeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es ein richtig lustiges Video zusammen mit Clash Games. Moin Moin. Moin, was geht? Genau, Freunde, denn heute schauen wir uns an, wie wäre das, wenn Brawler Brawl Stars spielen würden. Das heißt, wenn die Brawler wirklich zocken würden, so ähnlich wie YouTuber. Leute, wir haben so ein ähnliches Video schon mal gemacht, wenn Brawler YouTuber wären. Das ist so ähnlich, allerdings auf jeden Fall komplett anders gemacht. Das wird richtig krass, glaube ich. Das heißt, lasst schon mal ein Like da und ich würde sagen, wir jumpen direkt rüber. So, Freunde, das Originalvideo ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt und vergesst natürlich nicht, Freunde, am 5.9. ist es endlich soweit um 14 Uhr, dass der Nita Plüschkissenpaket kommt endlich raus, Leute. Richtig, richtig krass. Ihr bekommt in jedem Paket so ein nice Plüschkissen. Dann bekommt ihr noch eine handsignierte Autogrammkarte und das Hashtag der Poster zum Aufhängen. Und natürlich noch die richtig nice Hashtag der Brotdose, Leute, um sie in die Schule mitzunehmen. Mit so zwei Fächern. Ihr könnt das auch hier in der Mitte rausnehmen. Da passt einiges rein, Leute. Ist ein richtig nice Paket. Gönnt es euch. Seid aber schnell. So, Freunde, würde ich sagen, let's go. Ich bin sehr gespannt, wie das gemacht wurde. Jetzt von Hornstrom. Okay, ja, ich bin mal gespannt, Freunde. Okay. Ich auch. Der Nita guckt übrigens auch mit zu. Ja, nice. Okay, Bull startet schon mal Brawl Stars hier. Ja. Oh, er spielt sich selber auch. Okay. Oh. Ja. Und er hat ein kleines Problem. Nee, warte mal. Ja doch, er ist der Kerlet hier. Sorry, und Colt denkst nur so, du Lappen. You wanna brawl? Ja! Junge, was? Showtime. Oha, auch der Boxer spielt sich selbst. Aha, oh, krass. War schon mal sehr knapp hier. Ja. Okay, also der Boxer könnte ein Pro-Player hier sein, ne? Mhm. Er ist ja auch mit richtig Gaming-Headset und alles. Ja, richtig nice. Oh. Alter, was? Oh. LOL! Okay, Leute, er ist wirklich ein Pro-Player. Ja, feiert er auch auf jeden Fall. Oh, und. Adios, amigo! Hä? LOL? Was ist denn jetzt los? Er hat irgendwie die Maske vom Kopf gerissen, oder was? Eieiei. LOL? Okay, da war der Boxer noch ein bisschen älter, ne, im Gameplay. Ja. Alter, wie der aussah, crazy. Primo Punch! Ey, der kann auch gut ausweichen hier, aber gegen eine Shelly. LOL! Oh mein Gott, okay. Digga. Okay, der Boxer ist echt ein Pro-Player da. Ja, crazy. Was? LOL. Die Wampe hängt nochmal raus, geil. Ja. Oh, okay, Crow. Okay, Crow sieht auch aus wie so ein Pro-Player. Ja, safe. Ja. Nee. Hä? Huh? Ach, Bull hat ihn nochmal geholt, lol. Don't mess with my crew! Junge, Alter, was? Oh mein Gott, Mortis. Oh nee, Mortis war eigentlich nicht der Freund. Aber vielleicht ist er sympathischer, man weiß noch nicht. Oh. Oh, lol. Die Team gegen ihn. Oh. Mortis, the mortal. LOL! LOL! Was? Digga, OP. Der arme Dönermann. Alter. Eieiei. Er eskaliert komplett. Oh, lol, Leon ist noch am Start. Er ist schon nice gemacht, muss ich sagen. Mortis, the mortal. Leon denkt nur so, haha, du Loser. Ja, Leon sieht gar nicht das Display eigentlich. Nee, der sieht gar nichts. Der spielt einfach mit Augen zu quasi. Ja. Man weiß nicht, wo LOL. Leon hinguckt. Aber er hat trotzdem alle auseinandergenommen. Oh, nee, mein doch Gott. Nicht. Oh mein Gott. Alter, wer gewinnt jetzt?
Mortis. LOL, was? Oh, da ist, lol, Leons Augen. Lol. Ey, man hat zum ersten Mal seine Augen gesehen, einfach. Ja, ja. Lol. Ja, Mann. Oh mein Gott, Leon hat ihn so ausgenommen. Showtime. Oh, Junge. El Primo. Okay, der Boxer spielt wieder. Oh, und er schafft's ganz knapp nicht. Mhm. Oh, das ist jetzt ärgerlich, wenn die jetzt verlieren. Das wäre sehr ärgerlich, ja? Lol. Oh, direkt Aggression, aber so würde ich den Boxer auch einschätzen. Ja. Ah! Okay. Lol. Das ist Digga. Nicht ganz so gesund. Nee, ich glaube auch nicht. Er hat das Handy anders zerstört. Mhm. Ja, okay, komm. Das wird wohl der 17er Bull gewinnen. Oh. Und der andere, der Kito, der weint ein bisschen. Lol. Lol, was? Oh mein Gott, die sind so oh dumm. Oh mein Gott. Ey, das ist echt lost halt. Okay. Junge, auch so Popel, WTF. Wah! Junge, wie random. Was? Was passiert hier eigentlich? Oh, die Mutti. Okay, die Mutti spielt sich nochmal selbst hier. Mhm. Und Leon nennt sie erstmal, Bruder muss los. Ja. Oh, ja. Oh. Rastet sie jetzt auch aus, ist die Frage. Junge Leon. Hä? Was? Ja, ich dachte, der will sie küssen erst oder so. Ja, dachte ich auch gerade. Lol? Hä? Boom! Hä, lol, der Roboter spielt lol. Jetzt gerade. Einfach mal der Boss-Roboter hier. Okay, was ist jetzt los? Oh mein Gott. 1%. LOL. LOL! Jetzt wissen wir auch, wie die Stimme von ihm ist. Ja. Oh oh. Oh. Ah, da ist der Boxer wieder. Der Boxer wieder. Ja, ist auf jeden Fall, er zeigt Präsenz hier. Ja, ja. Showtime. Aber der Boxer ist immer hier der Pro-Player, habe ich den Eindruck, ne? Ich frage mich, wo der Nita ist. Ja, ja, habe ich mich auch schon gefragt. Mhm. Der Nita würde ich hier alle auseinandernehmen, ja. Genau. El Primo. Hat ein neues Handy sich gegönnt, wahrscheinlich, der Boxer. Lol? Was? Was ist jetzt los? Hä? Watch out, here I come. Oh, lol, Colt. Junge, wie Colt oh aussieht, God. Alter. Bist du verprügelt schon? Ja, ja. This is too easy. Die Frage ist aber jetzt halt natürlich das riskieren. Hä? Was wollt ihr? Hä? Lol, okay, aber das hätte ja wohl wissen müssen, ne? Ich verstehe es nicht. Was hat denn der Bull da gerade gemacht? Der wollte eigentlich trollen, glaube ich nur. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, aua. Oh, lol, Döner-Mike noch. Bin mal gespannt, was er hier raushaut. Mhm. Oha. Okay. Na, er überzeugt mit seiner Weisheit hier, Freunde. Ja, moin. OP. Lol? Was? Lul Darrel? Ich glaube, der hat auch damals keine Stimme. Ja, ja. Oh mein Gott, Alter. Lost. Crazy, Mann. Ich glaube, seine Stimme auch. Was? Hä, was ist jetzt? Ach, Frank aus dem Obergeschoss runtergefallen. Ja, okay. Okay, Shelly und Colt spielen nochmal hier zusammen. Das sind Brawl Stars, Leute. Mhm. Ja. Toll, der Boxer ist auch am Start. Der Boxer ist auch da. Spielen zu dritt. Oh nein, und sie schaffen es wahrscheinlich nicht. Lol. Ey, wenn die das verlieren.
Ey, die hätte einfach nur schießen müssen. Oh, ich glaub, der Boxer Junge. Rastet safe aus wieder. Oder? Nee. Oh. Die beiden rasten aus, weil die Shelly ein bisschen. Lol. Oh. Was? Lol. Okay, ei. Das war's von wirklich komplett. Also, ich bin auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall sehr nice gemacht. Ihr könnt es abchecken. Teilweise war ich ein bisschen verwirrt, aber war eigentlich ein witziges Video. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's dann für heute mit dem Video. Und ciao, ciao. Ciao.